Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wo ich mir den Haushaltsentwurf zum ersten Mal angeschaut habe, war ich doch ziemlich überrascht. Nicht überrascht wegen dem Inhalt von dem Verkehrshaushaltsteil, zu dem ich jetzt sprich, weil da steht eigentlich nicht allzu viel Neues drin, sondern von den vielen Mitteln für Verkehr, die Sie ausgelagert haben in das Corona-Investitionsprogramm. Ich meine die 75 Millionen für ÖPNV-Infrastruktur, die 35 Millionen für Bahnreaktivierungen, die 25 Millionen für Luftreinhaltung. Das geht alles in die richtige Richtung, aber wir brauchen das Geld doch nicht einmal in einem einmaligen Corona-Investitionsprogramm, sondern wir brauchen das Geld doch jedes Jahr dauerhaft. Deswegen müssen diese Mittel dauerhaft verankert werden im Verkehrshaushalt und müssen aufgestockt zusätzlich hinein in den Verkehrshaushalt, in den Einzelplan 09, wenn wir Politik machen wollen, für weniger Staus, für bessere und saubere Busse und Bahnen und für sichere Fuß- und Radwege, meine Damen und Herren. Und ich bin einmal gespannt, ob Sie das Geld, das Sie da zusätzlich und einmalig in den Corona-Haushalt, Corona-Investitionsprogramm hineingeschrieben haben, ob Sie das auch wirklich real ausschütten werden und ob es auch hier bei der üblichen söderschen Ankündigungspolitik bleibt, wie zum Beispiel bei einem 365-Euro-Ticket für alle. Es ist ja schon April und viele Projekte haben einen langen Vorlauf. Und deswegen bin ich echt gespannt, ob tatsächlich dann zum Beispiel die Stadtwerke Würzburg ein Geld kriegen für die Erneuerung von ihrer Trambahn oder wir im Landkreis München, wo ich Kreisrat bin, ob wir tatsächlich dann Geld kriegen für die sauberen, emissionsfreien neuen Busse, die wir dutzenderweise bestellen und ob tatsächlich die Betreiber von den Bahnen, die gerne reaktivieren würden, jetzt da Geld kriegen, tatsächlich endlich mal überwiesen kriegen für neue Gleise, Weichen und Signale, damit man zum Beispiel die Hesselbergbahn, die Staudenbahn, die Ilztalbahn und wie sie alle heißen, wieder reaktivieren können. Meine Damen und Herren, wir haben bei Bus und Bahn einen riesigen Rückstau an verschlafenen Investitionen, wo jahrzehntelang viel zu wenig gemacht worden ist von der Verkehrspolitik in Bayern. Die müssen wir aufholen, ebenso beim Ausbau sicherer Radwege. Da ist keine Zeit mehr zum Verlieren, da brauchen wir sehr viel Geld, jedes Jahr Geld und mehr Geld, meine Damen und Herren. Deswegen drängen wir mit unseren Änderungsanträgen auf Planungssicherheit, zum Beispiel indem man auch Verstetigung in den Verpflichtungsermächtigungen aufnimmt. Und wir wollen für die Kommunen höhere ÖPNV-Zuweisungen anstatt diesem riesigen Berg an Geld für den Straßenbau, das sie weiter bereitstellen und damit unser schönes Bayern immer weiter zubetonieren. Es ist doch klar, dass unsere Kommunen bislang auf dem Land keinen gescheiten ÖPNV bezahlen können. Rosenheim ist ihnen beim Alpenbus ausgestiegen, Landshut ist bei der MVV aus ausgestiegen. Beides sind süddeutsche Ankündigungsprojekte. Im Wahlkampf gescheit daherreden ist leicht, dann die Kosten auf die Kommunen schieben und selber Straßen bauen, so wert es nichts. Wir müssen aufhören mit dem Straßenbau und die Mittel umschichten für Bus, Bahn, Fuß und Rad. Und wenn Sie schon, wie wir ja in den Beratungen festgestellt haben, leider auch dieses Jahr wieder alle unsere Änderungsanträge ablehnen, die Hoffnung bleibt natürlich, dass Sie unsere guten Vorschläge beim nächsten Mal dann berücksichtigen, aber wenn Sie schon ablehnen, vielleicht unseren kleinsten Änderungsantrag im Verkehrsbereich, für die könnten Sie, hoffe ich doch, sich noch erwärmen, nämlich erstmals den Fußverkehr aufzunehmen. Den Fußverkehr im bayerischen Staatshaushalt, FußgängerInnen kommen kein einziges Mal auf den paar tausend Seiten vor. Andere Länder sind da viel aktiver. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen machen aktiv Förderung von sicheren Fußwegen, von Verkehrsberuhigung innerorts für die Kommunen. Da haben wir einen kleinen Haushaltsbeitrag erstmals eingestellt. Wenigstens den nehmen Sie doch an. Wir brauchen mehr Mittel, meine Damen und Herren, für den Fußverkehr, genauso für Rad, für Bus, für Bahn. Und das wollen wir im Haushalt fest und dauerhaft verankern, damit auch unsere Kommunen fachkundig und kofinanziert für Verkehrsberuhigung sorgen können, damit wir in Bayern vorwärts kommen bei Verkehrssicherheit, gerade auch für die Kinder und Seniorinnen, und mehr Lebensqualität, mehr Mobilität schaffen können in unseren Städten und Ortschaften. Vielen Dank.